Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Willkommen zu Dying Light. So. Ja, dann gucken wir uns mal hier um, was da so los ist. Auf jeden Fall brennt hier alles. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Nee, tut's nicht. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Das hat ein Problem, wa? Rückzug! Rückzug! Ja. Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein. Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Okay. Stadt Haran. Drücken Sie erstmal zum Fortfahren. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! So, da sind wir. Was gibt's denn hier Schönes?
Okay. Die Blickrichtung genommen. Also, alles klar. Hier ist es 9.49 Uhr. Hat sich die Zeit immer noch? Nö. Bin ich. Auf den Laden. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Ah, frag den Boss. Okay. 31, das ist deine Nummer. Du der Boss? Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Okay. 31 Infizierte und nur noch 7 Verlierer. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt ihr Amirs Antizin. Zigarette, könnt ihr ruhig fertig rauchen. So ist es nicht. Gott. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Ach, Quatsch. Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Okay. Wie geht's Ihnen heute? Schlecht. Muss ich wohl nach oben? Okay. Headquarters. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Ja, ich bin die 31. Ah? Okay. Ja. Gucken wir erstmal um. Erstmal einmal ein wenig umgucken. Was läuft denn da im Fernsehen? Okay. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock, könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Aha. Okay. Community Event. Kills 100. Alles klar. Ich bin nicht faul. So. Muss ich hier hoch, runter, runter, hoch? Hier rein? Nein.
Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Na denn? Gib mir was. Ich will eine Waffe? Hier sind ja einige draufgegangen. Okay. Das sah nach einem Snack aus. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Gib mir einen Knüppel. Ja. Das Ding. Du bist kaputt. Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Mit Lena? Ach, Lena. Wahrscheinlich Leder. Kümmere dich um Mark. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Okay. Was ist denn hier noch Feines? Ums Zeug finden. Ihr Zeug. Okay, hier ist nichts weiter. Ja, wenn ihr nicht bald nochmal... Okay. Da ist auch ein Vieh drin. Ja, ich höre dich doch schon. Alkohol. So. Hinten ist noch was. Ja, du Heiland. Hey, Billy. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir's. Also gucken wir uns ein bisschen um. Elektronisches Bauteil. Ja. Hier kommt sogar ein Tier aus dem Freak. I? Was kann ich jetzt hier machen? Nichts. I und dann mit dem Würfmenü. Würfe. Alle? Cool. Anfertigen. Alles klar. Okay, lecker. Wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay.
Verband ab, dann wirst du jetzt gebissen. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Okay. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Ja, mit 3i. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Alles klar. Na denn? Die Situation verschlechtert sich zusehends. Ja. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein okay. Sprengstoff, Rahim. Okay. So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Modenshow hier, oder? So, 194. Hallo. Was gibt's denn hier Feines? Also Verstecke können sie umziehen, Dinge lagern und so weiter. Frische Kleidung. Reicht das jetzt? Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Na denn. Wie steigt ein Zombie die Treppe? Gar nicht. Nochmal. Und was für ein... Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Jo. Mit dem Bengel eigentlich nicht. Okay. Ja. Also funktioniert das. Alles klar. So. Sollte sich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. ja. Du Heiland. Lauf. Okay. Na denn? Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist darauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los!
Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du Wahnsinnige hier. Scheiße! Scheiße! Der flügt es gar nicht, um ganz zu überleben, klar. Musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Klar. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen, engen Gänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Okay, da lang, da lang. Zack. Oh, nach da lang. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Ja. Okay. Ja, weil die Meldung kam. Nicht schlecht! Für Neuling! Wohin? Wohin? Oh, immer nach oben. Also gut, drauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz! Bin dabei, bin dabei. Sprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Na komm. Boah. Das ist schon anders hier. Nochmal. Kann ich gar nicht springen? So. Alte W und Letters gedrückt. Ach, da wäre er nie rangekommen, der Kollege. Und zack. Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Zurück zum Kran. Okay, ich muss das eine nicht mehr üben. Nee, kann er nicht. Und nochmal den ganzen Spaß. Kann das gehen? Da frage ich mich, wie das gehen soll. Ah, ich sehe. Ich sehe schon. Okay. Stück. So. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Ach, Quatsch. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay. Na komm. So, wie komme ich jetzt da hoch? Dann ist es so. Und wieder zurücklaufen. Was passiert mit mir? Crane?
Crane! Okay. Sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Hier, es gibt also Fallschaden. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay. Geh zurück ins Erdgeschoss. Quartiermeister. Na komm. Ding, 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 ding. Ach, das ist der da hinten. Gedrückt halten. Ja, ich hält. Ich war die ganze Zeit auf dem Fahrstuhl. Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara... Okay. Gut. Quartiermeister, du bist hier. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt es hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Okay. Rostige Rohrzange. Okay, nehmen. Alles klar. Fischbein nehmen. Gut. Noch einen runter. Was ist das hier? Okay. Ja, jetzt muss ich noch irgendwie noch einen runter, oder? Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.